Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und jetzt bei uns zur Gast ein Gastbesucher, über den ich mich besonders freue, weil er eigentlich extrem medienabstinent ist in letzter Zeit. Interviews mit Johann Gutenus sind rar wie die blaue Mauritius, könnte man sagen, was originell ist. Blaue Mauritius. Aber zu Fellner Live kommt er gern und deshalb freue ich mich, dass er jetzt in diesen heißen Sommermonaten wieder mal bei mir vorbeischaut. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Danke. Und wir wieder mal ein bisschen reden können. Danke vielmals, Herr Gutenus, fürs Kommen. Und gleich vorweg einmal die Frage, Sie als einer, der ja eine Koalition mitgezimmert haben, der in dieser Regierung gesessen ist mit dem Basti Fantasti und mit dem Gernot Blümel und allen, ja auch in der Koordination ja immer dabei waren als Clubobmann, wie sehen Sie denn jetzt die Performance von Türkis-Grün, von der Nachfolgeregierung? Ja, zum einen ist es ja zum wiederholten Male sage ich es schade, dass die alte Regierung nicht mehr da ist. Das wurde von manchen auf Ibiza zurückgeführt, aber die FPÖ wollte ja weiter regieren. Das war ja auch angeboten, dass mit Norbert Hofer hier die Fortsetzung auch stattgefunden hätte, wenn nicht, ich zitiere Basti Fantasti, die Koalition gesprengt hätte. Und dann eben Neuwahlen stattgefunden haben und er eben sich entschieden hat, mit den Grünen zu koalieren. Es stellt sich immer mehr heraus für mich, und ich betrachte es ja mehr als Bürger und nicht mehr so als Zuschauer erste Reihe, könnte man sagen. Reihe, ja? Der sich auch den Luxus leistet, nicht mehr alles in den Medien verfolgen zu müssen, muss ich auch sagen. Ja. Ja. Vor allem jetzt im Sommer. Ich komme auch relativ unvorbereitet her zu manchen Themen. Aber es ist ja gut, wenn man frei von der Leber sprechen kann. Stellt sich immer mehr heraus, dass die ÖVP eine reine machtgeile Partei ist. Und es geht nicht darum, diverse Inhalte umzusetzen, um ein Programm umzusetzen, eine Idee zu haben, sondern einfach nur an der Macht zu bleiben, die Macht auszubreiten, wie eine Krake überall hineinzuschlüpfen mit den Tentakeln, Personalpolitik brutal umzusetzen und einfach das Machtnetzwerk auszubreiten. Mhm. Und da ist der ÖVP jede Partei recht. Wir waren kurz recht, 1,5 Jahre, jetzt sind die Grünen recht. Umgesetzt wird zurzeit überhaupt nichts, außer Reiseverbote und Einschränkungen der Bürgerrechte. Das haben wir, was wir zurzeit erleben. Das heißt, im Nachhinein sehen Sie eigentlich diese türkis-blaue Koalition ein bisschen weniger romantisch und haben das Gefühl, Sie sind benutzt worden als FPÖ damals. Also die FPÖ ist da natürlich hineingegangen. Wir haben uns ja die Entscheidung auch nicht leicht gemacht vor den Verhandlungen. Es gab ja da eine Diskussion im Bundesvorstand und wir haben gewusst, der Wähler hat die FPÖ gestärkt, die ÖVP wurde gestärkt und andere wurden abgestraft. Man hat eigentlich den Wählerauftrag. Trotzdem heißt das nicht, dass man jetzt auf Biegen und Brechen und einfach in die Koalition geht, unvorbereitet und alles über Bord wirft, wofür man gestanden ist. Im Gegenteil, wir haben, glaube ich, in diese Regierungsverhandlungen wirklich das Maximum auch an Verhandlungspotenzial hineingelegt und auch sehr viel durchsetzen können. Und es wurden auch in den ersten 1,5 Jahren sehr viele Punkte umgesetzt, die auch aus der freiheitlichen Feder stammen. Man muss auch dazu sagen, dass die ÖVP ja durch diesen Schwenk zu Türkis schon vor der Wahl 17 ja sehr viele Themeninhalte der FPÖ übernommen hat und auch dafür auch gewählt wurde. Somit war das auch in den Verhandlungen da und dort gar nicht so eine Hürde da und dort, manchmal schon. Es wurde sehr viel umgesetzt, was den Sicherheitsbereich betrifft, was den Sozialbereich betrifft. Die Sachen sind bekannt. Vieles hätte noch umgesetzt werden können. Leider hat Basti Fantasti die Koalition gebrochen. Und ja, ich wollte noch eins anmerken. Mir ist schon vor Ibiza, nämlich ab Februar 2019, vorgekommen, dass das Koalitionsklima schlagartig einfach schlechter geworden ist. Rund um diese Geschichte mit dem UNO-Migrationspakt. Das war dann genau im Nachfeld, ja. Richtig. Mhm. Dann war die Diskussion mit den Identitären, wo uns was dann in die Schuhe geschoben wird, was jetzt nicht. Was das Revanchefall dann sichtlich für den Migrationspakt möglicherweise. Ja. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, wir wissen, dass eben Basti Fantasti, Sebastian Kurz oder auch Schredder Basti genannt, dass er sich sehr, sehr gerne natürlich sonnt im internationalen Licht und auf der internationalen Bühne. Und er natürlich es sehr schwer hatte, mit dem von uns verlangten Nicht-Unterzeichnen oder der Enthaltung zum Migrationspakt. Damit konnte er schwer umgehen. Und ich glaube, seitdem war sein
zumindest romantisches Gefühl der FPÖ gegenüber gebrochen. Und dann ist es nicht mehr besser geworden, sondern schlechter. Zunehmend ruppiger geworden, nicht? Es war wirklich ruppiger. Und das kam mir plötzlich sehr eigenartig vor. Und ja, sowas hätten manche schon von einem Ibiza-Video gewusst, muss ich fast sagen. Aber das sind Vermutungen. Verstehe, was Sie da jetzt unter... Immer spannend, mit Ihnen zu reden, weil man muss dann immer auf die Zwischentöne achten. Und das war jetzt ein sehr, sehr spannender Satz, aus dem man viele Schlüsse ziehen kann. Es gibt ja manche in der FPÖ, gut informierte, die damals dabei waren, die sagen, der Johann Gudenus war immer ein bisschen skeptisch, weil er irgendwie an die Backtreue der Schwarz-Türkisen nicht geglaubt hat. Sie hatten sie auch leicht als Clubobmann, weil sie waren ja praktisch die parlamentarische Fraktion. Mhm. Ihnen konnte es ja wurscht sein, ob man in einer Regierung ist oder nicht. Und man sagt, sie waren da ein bisschen skeptisch den Schwarz-Türkisen gegenüber. Sie waren der Skeptiker im Team. Ich bin ja damals in den Parlamentsclub gegangen und dann als auch Geschäftsführer Clubobmann, gemeinsam mit Walter Rosenkranz, der wirklich auch eine ganz tolle Arbeit gemacht hat, weil wir in die Regierung gegangen sind. Ansonsten wäre ich in Wien geblieben. Es war eigentlich mein persönliches Credo, ich habe immer auch allen gesagt, ich bleibe in Wien und gehe nicht ins Parlament, weil das Wiener Rathaus und die Wiener Stadtpolitik mir sehr am Herzen liegt. Dazu kommen wir vielleicht dann noch, weil es mir auch ein Anliegen war, einfach in Wien etwas zu verändern nach einer jahrzehntelangen einzelnen Partei. Und Sie waren skeptisch, ich war skeptisch. Den ÖVP-Lern gegenüber. Der Buberl-Partie oder wie immer man das nennen will, die jetzt ja auch nicht viel jünger waren. Nicht einmal den Personen gegenüber, weil ich bin ja mit manchen wirklich auch gut ausgekommen, schon einige Jahre davor. Nicht einmal den Personen gegenüber, sondern mehr der Struktur. Es wurde kurz davor der Mitterlehner gemeuchelt, relativ brutal. Und das ist auch so ein Programm innerhalb der ÖVP, dass wenn jemand nicht mehr liefert, relativ schnell gemeuchelt wird. Das erinnert ein bisschen so an Brutus im alten Rom. Ja, und auch wenn der Habe ich gehört, dass Sie das mehrmals dort einfließen haben lassen in den teaminternen Diskussionen, dass Sie gesagt haben, Burschen, passt auf, die sind hemmungslos, sinngemäß. Ja, mir war wichtig, dass was weitergeht und programmatisch hat das alles gepasst. Und ich habe gemerkt in den Verhandlungen, dass wirklich wir sehr viele freiheitliche Punkte reinverhandeln konnten, wenn nicht schon manche auch schon vorher von den Türkisen übernommen wurden. Aber natürlich haben wir gesagt, ja, man muss aufpassen, rein strukturell. Inhaltlich war das Programm ein sehr gutes. Und dann ging es die erste Phase super dahin, viele tolle Dinge umgesetzt auf beiden Seiten und dann haben Sie gemerkt, es beginnt zu knirschen. Es hat ordentlich geknirscht im Februar, März. Weil der HC Strache in Wahrheit ja überzogen hat, nicht? Der hat in Wahrheit natürlich auch brutal gespielt gegenüber dem Kurz und das könnte sein, dass das der Kanzler nicht verzeiht, oder? Brutal. Also ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Ich habe da nur manches gehört, dass er da die Route ins Fenster gestellt hat. Das war vielleicht taktisch dann vielleicht überzogen, aber inhaltlich vollkommen richtig. Also es war das gesamte Regierungsprogramm danach ausgerichtet, dass man so einen Migrationspakt nicht unterschreiben kann. Das ist inhaltlich völlig logisch und schlüssig. Und deswegen hätten wir das auch nie irgendwie unseren Wählern gegenüber verantworten können. Und das war vollkommen richtig, dass wir das so durchgesetzt haben. Aber Sie haben dann als Clubobmann, der ja immer einmal in der Woche in der Koordination gesessen ist, gespürt... Walter Rosenkranz meistens. Ja, gespürt, es geht nicht mehr so leicht und es kommt ein Knirschen zusammen. Ja, bei manchen Verhandlungspunkten, man hat zum Beispiel Wohnbaugenossenschaften verhandelt und dergleichen im Zeitraum Februar, März, April 19 und andere Dinge. Und da hat man gemerkt, irgendwas hakt da plötzlich. Ja? Und viele Dinge kommt man nicht mehr durch. Und das ging aber ziemlich schlagartig. Das lässt dann rückblickend einiges anderes auch vermuten. Und die Schredder-Affäre, die jetzt in den Medien aufgekommen ist, heute und oder vielleicht schon gestern, lässt ja auch vermuten, dass da mehr geschreddert wurde, als zugegeben wird. Es wurden ja nicht nur Druckerfestplatten geschreddert, sondern auch Computerfestplatten, wo eben auch hier Verdachtsmomente vorhanden sind, dass da einige Informationen drauf waren. Sie sind ja mittlerweile sehr vorsichtig in Medieninterviews und auch sehr zurückhaltend, aber wenn ich das interpretieren darf, Sie haben ein bisschen das Gefühl, ohne es beweisen oder bestätigen zu können, aber Ihr Gefühl sagt Ihnen zu einem gewissen Grad, möglicherweise waren die auch dann plötzlich so bumpig und steinig Ihnen gegenüber, weil Sie bereits gewusst haben, wir ziehen ein Ibiza-Video. Das könnte sein. Und es ergeben so manche Informationen ein Mosaik
Ich könnte jetzt mein berühmtes Zitat bemühen, stichhaltige Gerüchte, Sie können sich erinnern. Ja, gar nicht so unrichtig, sowas zu sagen. Ja, ja. In dem ja. Also Sie hören ein bisschen so aus dem Flurfunk, aber vor allem auch ein bisschen aus Ihrer eigenen Logik. Es könnte vielleicht sein, dass diese Zündung des Ibiza-Videos über deutsche Kanäle aus der ÖVP erfolgt. Naja, ich unterstelle jetzt nicht, dass die ÖVP der Drahtzieher ist. Ja? Aber es ist ein Vorwissen und Mitwissen. Und das deuten auch einige Akten, Informationen, die mir bekannt geworden sind, darauf hin, dass doch in einem gewissen Dunstkreis das schon bekannt war. Ich habe auch jetzt schon gehört von Vertretern anderer Parteien, dass das durchaus schon im Jahre 18 ein Thema war. Natürlich nichts Konkretes, aber doch immerhin ein paar Informationsbruchstücke gab es. Mhm. Auf das Ibiza-Video kommen wir am Schluss noch. Jetzt noch zur Regierung. Ich meine, in Wahrheit müssen Sie ja froh sein, dass Ihnen das erspart geblieben ist, weil das Corona hätte Sie ja viele graue Haare, viele Nerven und weiß ich was, viele Überschichten, Nachtschichten etc. gekostet, die Ihnen jetzt erspart geblieben sind. Ja, die Frage ist, wo habe ich mehr graue Haare bekommen? Mit Ibiza-Video oder mit Corona? Darüber lässt sich Sie hätten streiten. Wahrscheinlich auch bei Corona ein paar graue Haare bekommen. Herr Gudenus, wie ist denn die Performance dieser Regierung in der Corona-Frage Ihrer Meinung nach? Gut? Es ist eine sehr schwierige Sache, ich glaube, für jede Regierung, weil das war ein ganz neuer Moment, ja, im Februar, also März, Jänner, Februar, März, dann Lockdown Mitte März. Wie geht man damit um? Ja, nach dem Motto, wie man es macht, macht man es falsch. Und man will ja natürlich Menschen schützen, keine Frage. Ich glaube, rückblickend betrachtet, wenn man eine Güterabwägung macht, ist es mal prinzipiell ganz logisch, Menschen schützen. Die Gesundheit ist ein hohes Gut, gehören geschützt. Man weiß aber, dass vor allem ältere oder schwächere oder vorerkrankte Personen eben diejenigen sind, die am meisten betroffen sind oder die gefährdet sind und dann auch vielleicht tödlich betroffen sein können. Und somit hätte man es vielleicht so machen können, wie auch in anderen Ländern, dass man diese Schichten, diese betroffenen Personen besonders schützt und nicht ein generelles Lockdown macht. Mhm. Beziehungsweise, ja, eine Zeit lang war es berechtigt, aber dann war es zu lange. Und wie die Wirtschaft leidet, wissen wir jetzt schon, aber werden es vor allem erst mit Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wissen, wenn die ganzen Stundungen auslaufen und plötzlich Privatpersonen oder Firmen konfrontiert sind, einen Haufen an Kreditraten und dergleichen zurückzuzahlen auf einmal. Mhm. Und da wird man sehen, wie das Ganze ausgeht. Also da wird es eine Insolvenzwelle geben. Nicht nur in Österreich, in anderen Ländern auch. Und das ist natürlich ein großer Schaden für die Wirtschaft. Und unter demselben Gesichtspunkt wird natürlich auch jetzt, wenn es eine zweite Welle geben sollte, die Regierung handeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Regierung sowas ein zweites Mal leisten kann. Schon gar nicht vor der Wien-Wahl, logischerweise. Und da wird jeder vorsichtig sein. Und danach wird man sehen. Ich verweise nur auf das Beispiel Serbien. Die Serben haben gewählt Anfang Juli, glaube ich. Die Wahl wurde ja verschoben von April auf Juli wegen Lockdown. Vor Juli hat Vucic alles schön aufgemacht vor der Wahl. Dann wurde gewählt, seine Partei gewählt, das war die Parlamentswahl, mit einer Dreiviertelmehrheit, gigantisch. Ja. Mhm. Und gleich danach Lockdown. Und plötzlich stürmen die Menschen ins Parlament, weil sie sich gedacht haben, sie wurden einfach regelrecht hinters Licht geführt. Und das ist natürlich interessant, wie das war. Ne? Sie meinen, das kann heute in der Politik alles ganz schnell von ganz oben nach ganz unten gehen und das könnte auch dieser Regierung drohen? Ich empfehle, ich bin jetzt weder Arzt, noch bin ich jemand, der sich mit der Sache politisch konkreter befassen konnte, weil ich nicht in der Regierung sitze. Aber ein zweiter Lockdown würde die Menschen und die Wirtschaft wirklich am Boden zerstören. Mhm. Natürlich geht es darum, dass man Krisenherde, Cluster erkennt. Das ist vollkommen richtig. Ich finde die ausgesprochenen Reisewarnungen völlig überzogen. Mhm. Nicht nur, weil ich selbst betroffen bin. Ich wollte gerade runterfahren, aber darum geht es ja nicht. Ja. Sondern einfach, in Kroatien gibt es ein paar hundert Fälle Neuerkrankungen, weniger als in Österreich. In Bayern gibt es mehr, da gibt es keine Reisewarnung. Also das sind einfach Vergleiche, die man sich anschauen muss und da fragt man sich, unter welchen Gesichtspunkten hier gehandelt wird. Und ich unterstelle, am Anfang war vieles richtig, aber dann wurde noch mehr falsch gemacht. Das heißt, es wurde viel falsch gemacht und Sie unterstellen, es wird absichtlich überzogen, um Angst zu erzeugen? Ja, es wird schon eine gewisse Angst erzeugt. Es wurde ja aus diversen Regierungsprotokollen ja auch
übermittelt, dass es eben heißt, man muss den Leuten sagen, das ist tödlich und es gehört eine Angst erzeugt. Virus kommt im Auto ist der neueste Sache. Virus kommt im Auto, im Flieger anscheinend nicht. Ja. Also hat das Virus einen Führerschein, muss man fragen. Ne? Genau. Herr Grotenus, Sie haben es ja angesprochen. Die erste Wahl nach dieser ganzen Corona-Krise wird die Wien-Wahl sein. Mhm. Für Sie ja eigentlich die Mutter aller Schlachten immer gewesen, so ja, diese Wien-Wahl. Wie sehen Sie denn das jetzt zum ersten Mal als Zuschauer? Erstens, wie sehen Sie den Bürgermeister Ludwig, den Sie ja immer aus dem Amt jagen wollten, also seinen Vorgänger damals? Mhm. Und zweitens, wie sehen Sie Ihren Nachfolger Nepp, der jetzt sich da terrappeln muss auf ganz niederem Niveau? Ich möchte mal vorausschicken, dass ich natürlich eine sehr kritische Politik gegen die Machtpartei in Wien, das ist die SPÖ, immer geführt habe und dann auch gegen die Grünen natürlich seit 10 Jahren. Aber ich immer ein gutes Verhältnis zum Bürgermeister Häupl hatte und auch zum jetzigen Bürgermeister Ludwig. Also die Gesprächsbasis war eine sehr gute. Hinter den Kulissen natürlich mussten wir uns immer vordergründig oder in den Medien einiges ausrichten. Aber das gehört dazu. Da muss jeder auch sein Profil bewahren vor seinen Wählern. Und die Kritik, unsere Kritik, oder die Kritik der FPÖ und der SPÖ ist ja auch in vielen Bereichen sehr berechtigt. Was jetzt passiert, ist, dass mal der Bürgermeister Ludwig eigentlich ein Glücksspiel ist, würde ich mal sagen. Weil die Versäumnisse und Versagen der SPÖ, und da gab es ja die letzten Jahre Sonderzahl, Krankenhaus Nord, das Integrationsversagen, was wir jetzt im 10. Bezirk sehr, sehr eindrucksvoll sehen, wenn sich Ethnien oder sagen wir Religionsgemeinschaften, die woanders herkommen, hier den Schädel einschlagen in Wien und wir uns fragen, wie kommen wir eigentlich dazu? Und das ist ja genau das, was wir die FPÖ die letzten Jahre und Jahrzehnte kritisiert haben und auch Recht behalten haben. Und das haben wir jetzt wieder im eindrucksvollen 10. Bezirk gesehen, oder tschetschenische Sittenwächter, die herumlaufen und sagen, welche Frauen zu westlich herumlaufen oder vieles mehr. Oder allein die Gewaltausbrüche in Spitälern, ja, wo ja schon ganze Clans auftauchen und hier Gewalt ausgeübt wird gegenüber Personal. Oder vor ein paar Jahren, wo ein todkrankes Mädchen, wo das mit den Eltern bei einer Therapie war, von einer Burka-Frau aus dem Zimmer gehaut wurde und dann aus dem Krankenhaus mitgeholfen hat, die Familie aus dem Spital zu schmeißen. Also das ist ja unfassbar. Vom Prinzip her halten Sie die Integrationspolitik einmal für völlig falsch? Dann natürlich die rote Bürgermeister gemacht hat. Finanzpolitik, Schuldenpolitik und das Krankenhaus Nord, Gesundheitspolitik, also ein Milliardengrab. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals aufgedeckt, diesen Energetiker, das war eine Information, die zu mir gekommen ist, die ich dann weitergeleitet habe an ein Medium, an einen Journalisten. Und das steht der Pass pro Toto für ein Riesenversagen. Bei dem Energiering geht es um 95.000 Euro. Warum, erkläre ich für die Zuschauer dazu, weil unter 100.000 Euro keine Vergabenverfahren stattfinden müssen und somit freihändig vergeben werden konnte. Man kann sich nur ausrechnen, wie viele 95.000 oder 98.000 Euro so herumgeschupft wurden. Aber in Wirklichkeit ist das Ganze ja ein Milliardengrab, statt 800 Millionen 1,5 Milliarden. Und das ist natürlich ein Versagen der SPÖ Wien. Ja. Also wären Sie noch in alter Form als FPÖ, würden Sie den Bürgermeister jetzt aus dem Rathaus watschen oder wie? Nein, watschen nicht. Also Watschmann ist im Rathaus, da gehe ich auch gern hin. Ja. Aber, nein, der Wähler hat das Wort und ich sage Ihnen, Herr Fellner, die FPÖ wird ein gutes Ergebnis haben, weil die FPÖ ist die einzige Partei, die Sie haben der gesagt, der Ludwig ist ein Glückspilz und da haben Sie gemeint, er ist ein Glückspilz, weil alle Themen, Oppositionsparteien beschädigt sind und er relativ gut über die Runde kommt. Weil viele Themen einfach jetzt, Themen, die das Versagen der SPÖ auch klar vor Augen führen, einfach nicht mehr vorkommen. Überschattet sind aufgrund Corona oder Ibiza und dergleichen. Mhm. Dabei ist Ibiza ein Lärcherl gegen das, was in der Bundesregierung passiert. Ne? Mhm. Also wenn Strache und Gutenus in Ibiza Darsteller waren, dann ist der Herr Sebastian Kurz der Gouverneur von Ibiza. Meinen Sie? Ja. Sie sind der Meinung, im übertragenen Sinne. Ibiza ist ein Lärcherl verglichen mit dem, was in der Bundesregierung passiert. Können Sie jetzt mal erklären, wie Sie das meinen? Ja, weil hier nur was gesprochen wurde, nämlich darüber, was die Großparteien seit Jahrzehnten tun, nämlich tagtäglich tun. Das heißt, Sie meinen, Sie sind ertappt worden, wie Sie darüber fantasiert haben und der andere macht's. Die machen das seit Jahrzehnten.
Ja. Über das reden wir noch am Schluss. Vorerst noch zur Wiener Wahl und warum der Bürgermeister Ludwig ein Glückspilz ist. Das heißt, Sie meinen, der wird einen fulminanten Wahlsieg nach Hause fahren, wenn Sie ihn jetzt schon als Glückspilz bezeichnen. Nein, ich habe Glückspilz deswegen gesagt, weil eben viele Themen unter den Teppich gekehrt werden oder eben überlappt werden von anderen Themen. Er wird es nicht leicht haben. Wie gesagt, ich glaube, die ÖVP wird nicht so fulminant abschneiden, wie viele bisher geglaubt haben. Warum? Weil auch der Spitzenkandidat Blümel ja die letzten Wochen durch die ein oder andere Performance vor dem Urschuss zum Beispiel mit großen Erinnerungslücken, die manche haben, aber ja in einer großen Zahl oder wenn man sich dann an 6-0 nicht mehr erinnern kann im Budget oder im Corona-Budget, vielleicht nicht mehr dieser Strahlemann ist. Mhm. Das meine ich jetzt politisch. Ja. Mhm. Und die FPÖ unterschätzt wird. Und die FPÖ ein gutes Ergebnis haben wird. Und da bin ich mir sicher. Das glauben Sie? Da bin ich mir sicher. Sie sind ja nach wie vor treu zu Ihrer Partei, finden den Norbert Hofer und den Kickl ein super Duo an der Spitze. Natürlich. Ja. Und den Nepp einen perfekten Spitzenkandidaten. Sehe ich das richtig? Nobody's perfect, aber Nepp macht das verdammt gut. Ja. Wirklich, also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut er hier auch medial rüberkommt, mit einer Ruhe, das wissen Sie selbst, Herr Fellner, auch hier bei den Auftritten. Ein ruhiger, gelassener, aber sehr, sehr wiffer junger Mann, der das gut macht und der ja nicht geplant und freiwillig jetzt in diese Position gekommen ist, sondern eine Strache in Gutenus haben sie halt in Ibiza verdünnisiert sozusagen. Wären Sie nach Ihrem Gefühl zur Wienwahl wieder zurückgekommen aus dem Club? Hätten Sie die Wienwahl geschlagen für die FPÖ? Wenn Ibiza nicht passiert das, wäre? Das war eigentlich geplant, ja. Also Sie wären eigentlich der Spitzenkandidat das, jetzt der gewesen? Spitzenkandidat weiß ich nicht, das hätte vielleicht auch Strache gemacht. Aber Dominik Nepp ist ein wirklich guter Spitzenkandidat, der wird das sehr gut machen. Und von dem sind Sie jetzt sehr positiv überrascht? Auf jeden Fall. Also er spricht die richtigen Themen an. Er geht auf die Bürger zu, das ist besonders wichtig. Er ist draußen bei den Menschen. Er geht rein in die Lokale, er geht hin auf die Straße zu den Menschen und redet mit den Menschen. Das ist ganz besonders wichtig. Und das vielleicht auch Sympathische an Ihnen, Herr Gutenus, ist ja, dass Sie zu dieser FPÖ, die Sie ja wirklich nicht, würde ich mal, sehr liebevoll behandelt hat, seit dem Ibiza-Video, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man sich da mehr Parteifreundschaft erhofft hätte an Ihrer Seite, dass Sie zu dieser Partei total loyal stehen. Ja? Es ist ja meine Partei. Ich bin in der Partei groß geworden. Und ich, genauso wie bei Haider und BZÖ, das war für mich ein Projekt, dem wäre ich nie gefolgt. Ja, und egal, wer jetzt einer... Aber Sie sind ja von der Partei auch nicht gut behandelt worden. Ähnlich wie der Herr Strache hat man Sie jetzt ja eigentlich fallen lassen, jetzt könnte man sagen, auf eigenen Wunsch hin, weil Sie sind ausgetreten und ciao. Ich habe die Konsequenzen gezogen, ich habe mich nicht mehr reingedrängt. Aber es hat Sie von der Partei eigentlich keiner mehr, würde ich sagen, in Schutz genommen, verteidigt oder sonst irgendwie, sondern die Partei hat sich absentiert, könnte man sagen. Ne? Vertschüsst. Ja, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt im freundschaftlichen Bereich noch sehr viele gute Kontakte. Mhm. Ich sehe das relativ entspannt, weil also ich habe die Konsequenzen gezogen. Das war meine Konsequenz. Ich hätte auch sagen können, ich bleibe und jetzt ist da der schwarze Peter bei der Partei zu entscheiden. Das genau wollte ich auch vermeiden, ne? Gut. Diese Entscheidung. Also Sie stehen jetzt wirklich mit einer wirklich sehr sympathischen Art und Weise voll und ganz hinter dem Nepp. Und machen fast Wahlkampf für ihn, könnte man sagen. Ja, und Sie stehen auch voll und ganz hinter dem Norbert Hofer, von dem der HC Strache zum Beispiel sagt, der schlechtestmögliche Spitzenkandidat. Ich stehe hinter der FPÖ. Ja. Und wenn HC Strache sagt, er ist der schlechtestmögliche Spitzenkandidat, HC Strache hat ihn zum Bundespräsidentschaftskandidat gemacht und er hat fast 50% bekommen. Das ist ja auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Gut. Das hätte ein anderer vielleicht nicht geschafft. Ja. Und das hat ihm Norbert Hofer durch seine Art gemacht, durch seine sehr ruhige, freundliche, gelassene Art, um die Menschen einzubringen. Und jetzt muss ihr, man kann fast ein bisschen sagen, Zison, Dominik Nepp, ja, um den sie sich ja immer auch bemüht haben, gegen seinen zweiten politischen Papa, gegen den HC Strache antreten. Ja, und der HC Strache lässt also keine Chance aus, der FPÖ nicht eine Folie aufs Dach zu geben.
Das ist ja mittlerweile offener Krieg und offene Feindschaft. Dominik Knepp tritt nicht gegen Hatzi Strache an, sondern gegen Bürgermeister Lusig. Das ist mal das eine. Einerseits. Hatzi Strache ist eine von 4 oder 5 Kleinparteien, die antreten. Man weiß ja mittlerweile nicht mehr, ist es mehr ein Satireprojekt oder ist es ernst. Das ist nicht mehr ganz erkennbar. Sie halten es für ein Satireprojekt? Naja, das lässt sich immer mehr darauf schließen, durch manche Aktionen, die da geliefert werden. Was ist das Satireprojekt am HC, am Team HC? Ja, allein diese Kandidatenauswahl. Ich kenne ein paar Kandidaten und komme mit einigen, 3, 4 davon ganz gut aus. Aber sonst, was in der letzten Woche passiert ist, dass sich einer zurückziehen muss, eine andere sich rechtfertigen muss und das alles einen Tag nach der Präsentation der Kandidaten. Aber schauen Sie, ich will jetzt nicht über eine Kleinpartei diskutieren. Sie meinen, so stellt man eine Liste nicht zusammen, sondern das checkt man vorher ab. Das war jetzt anscheinend sehr unprofessionell, aber ja, wie gesagt. Ja. Wie sehen Sie denn den HC Strache? Der hat ja den genau gegenteiligen Weg von Ihnen beschritten. Sie haben ja gesagt, es tut mir leid, ich entschuldige mich, ich lege hiermit meine Parteimitgliedschaft zurück, trete von allen Ämtern zurück. Und das war's. Auf Wiedersehen. Ich trete auch nicht mehr öffentlich auf, außer gelegentlich beim Herrn Fellner. Ja? Beim HC Strache ist es komplett anders. Ja? Das ist seine persönliche Entscheidung. Ich meine, das kann mir keiner. Es ist sein Wille, seine Entscheidung. Er hat nur im Oktober gesagt, nämlich kurz nach der Nationalratswahl, ich nehme den Hut, ich sage Adieu. Mhm. So wie damals schon die Bundesregierung im Jahre 2002. Das bei der eigenen Pressekonferenz. Und ein paar Wochen später war alles anders. Ja. Und deswegen frage ich mich, ja, wie was sehen von Sie denn das? Warum reagiert er ganz anders als Sie? Das ist seine persönliche Entscheidung. Ich meine, man muss meine Entscheidung respektieren und insofern auch seine. Was nur der Widerspruch bei ihm ist, halt, dass er das eine im Oktober sagt und dann 2 Monate später sich das AÖ gründet und dann das THC auch, gründet. Man könnte natürlich auch sagen, er ist ein Süchtiger. Nein. Der ist süchtig nach Politik, der braucht die Politik einfach, der kann ohne Politik nicht leben. Das ist ja eine Sache, die bei Ihnen anders ist. Das eine Wort will ich jetzt nicht bemühen, aber es ist sicherlich jemand, der natürlich ein politischer Mensch ist. Nur das äußert sich jetzt leider in einem Projekt, das man doch da und dort berechtigterweise als Satireprojekt bezeichnen kann. Und das ist die Frage, ob das ein Abgang ist, der seiner großartigen Arbeit vorher, die letzten Jahre bis vor 1,5 Jahren würdig ist. Sie geben ihm keine Chance bei der Wiederwahl? Nein, es wird keine Chance haben. Warum bitte? Weil niemand sowas im großen Stil wählen wird. Also über die 5% werden es sicher nicht werden. Und deswegen ist jede Stimme für das THC eine verlorene Stimme. Das heißt, Sie sagen, das Team HC wird die 5% nicht schaffen und wird scheitern? Wird scheitern, auf jeden Fall. Strache wird scheitern? Die Partei wird scheitern und die Wohnsitzdebatte wird entschieden in den nächsten Tagen. Ja, aber angenommen, selbst der Wohnsitz wird positiv entschieden, geben Sie ihm keine Chance. Die Partei, HC Strache, Team HC Strache, wird die 5%-Hürde sicher nicht schaffen. Deswegen ist jede Stimme eine verlorene. Glauben Sie nicht, dass der HC Strache, der mit Ihnen diese legendären Wahlkämpfe geführt hat, unter anderem den vor 4 Jahren oder 5 Jahren im Wiener Rathaus, ne? Wo Sie ja damals fast den Bürgermeister Häupl geknackt hätten, wenn nicht dann am Schluss sich die Gewichte nicht ganz anders verlagert hätten. Ist nicht der HC Strache eigentlich der logische Herausforderer des Bürgermeister Ludwig? Das sehe ich überhaupt nicht so. Nein. Wieso? Wie gesagt, weil erstens mal die FPÖ der Herausforderer ist. Und die FPÖ ist eine konstante Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Themenlinientreue bei der FPÖ zu Hause ist. Und da geht es auch nicht um Personen. Ich finde es auch schade, dass jetzt jemand sagt, alles war nur er selbst und nicht diejenigen, die um ihn herum waren. Ne? Mhm. Also da stellt sich jemand hin und sagt, die letzten 15 Jahre war nur er und jeder seiner Mitarbeiter oder seiner Funktionäre, egal ob auf höchster Ebene in der Regierung oder Nationalrat, Landtage, Gemeinde unten, aber vor allem die vielen Ehrenamtlichen waren überhaupt nichts wert. Und das ist eigentlich auch eine Verhöhnung derjenigen, die ihm jahrelang gefolgt sind und ihn unterstützt haben und das Projekt auch mit ihm gemeinsam erfolgreich gemacht haben. Und dazu gehören immer alle und nicht nur einer. Aber er stellt so dar, als wäre es nur er gewesen. Und jetzt ist dieses neue, das Satire-Projekt heißt ja auch nur THC, Team HC Strache. Das ist ein etwas mehr als gesunder Egoismus, möchte man sagen. Egozentrisch im weitesten Sinne, würden Sie meinen. Finden Sie nicht gut? Nein, das ist übertrieben. Ja. Darf ich zum Schluss noch ein bisschen aufs Ibiza-Video kommen? Mhm.
das Ihnen ja nach wie vor Ärger und Sorgen macht. Sie haben gesagt, wenn Sie sich das im Nachhinein anschauen, dann sehen Sie jetzt eigentlich, dass das, was Sie dort gemacht haben, eine Geschichtenerzählerei war. Die ÖVP allerdings Ihrer Meinung nach das tatsächlich macht und diese Regierung, haben Sie vorher gesagt, ist deutlich mehr Ibiza-affin als Sie und der Herr Strache. Ja, es stellt sich ja heraus, dass natürlich die Bilder schlagen ja alles. Deswegen ist ja so ein Video besonders, sage ich mal, unangenehm, weil die Bilder um die Welt gehen und man halt in einer privaten Situation dargestellt wird mit Alkohol und Gesprächen, die man halt in der Öffentlichkeit natürlich nicht führen würde. Aber was dort gesprochen wurde, und ich habe es noch immer nicht angeschaut, das Fellner. Das Video. Richtig, oder die Teile davon, die bisher bekannt sind, die Transkripte gelesen habe, das ist ja alles durchwegs bekannt, was dort gesprochen wurde. Das ist ein Abbild des Verhaltens zweier uralten Machtparteien in Österreich, nämlich ÖVP und SPÖ und nichts anderes. Und warum habt ihr zwei dann darüber so geredet? Ja, es war weil ihr gewusst habt, der Basti Fantasti will die Kronenzeitung kaufen oder weil ihr gewusst habt, die schieben das Geld am Rechnungshof über Vereine vorbei oder warum habt ihr dort plötzlich angefangen, über diese Dinge zu schwafeln im weitesten Sinne? Ja, das war, wie es dazu genau kam, weiß ich nicht, aber man hat über die österreichische Innenpolitik gesprochen, man hat darüber gesprochen, was sind die Chancen bei der nächsten Wahl, wie schaut es aus und wie beleuchten wir insgesamt das politische Gefüge in Österreich. Ja. Darüber spricht man eigentlich laufend als Politiker. Ja, nicht unbedingt in dem Ton, dass man sagt, wir kaufen jetzt die Kronenzeitung, wir vergeben Straßenbauprojekte etc. etc. Ja, aber Herr Feller, es ist aber nicht verboten, egal welche, keine Zeitung ist sakrosankt. Ja. Also man kann über Sachen reden, auch die vielleicht weit von der Umsetzung entfernt sind. Und dass die Funke-Anteile der Kronenzeitung, also die deutschen Anteile, schon, oder die Watz-Anteile, relativ lange am Markt waren und zum Verkauf gestanden sind, das ist, glaube ich, in ganz Europa bekannt gewesen. Also so schlimm ist es nicht. Und da verwehre ich mich auch gegen ein zweites Gerücht, dass es geheißen hat, wir wollen Wasser privatisieren. Das ist der ärgste Quatsch, den ich je gehört habe. Im Gegenteil, Strache und ich haben unterstrichen, nein, Wasser bleibt im Gemeinschaftseigentum, außer eine Quelle ist schon privat, gibt es ja. Römerquelle ist Coca-Cola, wie wir wissen zum Beispiel. Es dürfte ja mittlerweile relativ klar sein, dass ihr dort viele Dinge gesagt habt, die herausgeschnitten wurden aus diesem Zusammenschnitt. Ja? Das wird ja von Woche zu Woche und von Monat zu Monat klarer. Ja? Sind Sie eigentlich dafür, dass das ganze Video jetzt veröffentlicht wird, dass der U-Ausschuss das kriegt? Ich bin dankbar für die Frage. Nein. Ja. Die Staatsanwaltschaft hat das anscheinend, heißt ja, sie hat das ganze Video und das reicht mir persönlich auch schon. Das sind Beamte, die sich das anschauen, also vom Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft. Ja. Und das reicht mir auch schon. Ich habe keine Lust, dass es dass das, was mir eh schon peinlich genug ist, in voller Länge in die Öffentlichkeit kommt. Da habe ich kein Interesse daran. Ja. Was kann meine Frau dafür, dass sie ungepixelt von diesen Verbrechern in Klammer mit den Komplizen der Süddeutschen Zeitung, die das dann hergerichtet haben, ungepixelt in die ganze Weltöffentlichkeit gelangt ist. Das ist doch bitte eine freche Sondergasse. Also Sie wollen auf keinen Fall, dass dieses Video über den U-Ausschuss an die Öffentlichkeit kommt. Richtig. Kein Interesse daran. Sie wissen natürlich, ich habe keine Lust, dass irgendwelche Hanseln von der SPÖ oder von den Grünen oder von den Neos sich das anschauen. Das geht einen Feuchten an, ganz ehrlich. Ja, weil Sie sagen, es ist Privatsache. So ist es. Sie sind dort auch beim Kokainkonsum gefilmt worden. Wie sehen Sie denn das im Nachhinein? Das war nicht auf Ibiza. War das eine in Wien nicht, aber das ist ja auf diesem Video drauf, auf diesen 10 Stunden. Ja. War das eine Falle, die man Ihnen gestellt hat? Offensichtlich eine Falle. Wie kommt ein Mensch wie Sie, der ja alles andere, also da kommt mir auf 100 Ideen, aber ich würde nie auf die Idee kommen, dass Sie koksen, wie kommt der dazu, da ganze Lines an Kokain aufzuschnüffeln? Das ist die Frage, was man da sieht. Ich sage, das ist Schnee von gestern und dabei bleibe ich. Aber warum ist das passiert? Weil die sie gelegt haben oder wie ist das passiert? Warum ist ihnen das passiert? Weil sie das von der Partyszene her so gekannt haben oder wie?
Wie war das? Ich muss mich dazu nicht äußern, Herr Fellner. Wirklich. Wollen Sie nicht? Ich sage, das ist Schnee von gestern. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind in der Wortwahl immer besser. Schnee von gestern ist ja an und für sich nicht unoriginell für diese Geschichte. Zwei Schlussfragen noch, weil das immer wieder derzeit Thema ist. Ja? In dem Urausschuss wird ja diese Casino-Affäre ein ganz großes Thema sein. Da werden Sie ja in Kürze, glaube ich, sehr ordentlich einvernommen werden, nicht? Sind Sie in der Ibiza-Affäre ja kaum einvernommen worden? Nein, Ibiza selbst bin ich ja Zeuge und Opfer, da war ich schon mehrmals bei der Einvernahme. Da ich diesen Prozess des Kennenlernens bis zu Ibiza und auch danach meistens das dabei haben war. Sie bei Einvernahmen bereits ausgesagt, wie das gelaufen ist. Ja. Diese Art, wie diese Falle aufgebaut wurde. Also alle Fragen beantwortet. Haben Sie klar beantwortet. Genau. Wundern sich darüber, dass noch niemand verhaftet wurde, nehme ich an. Ne? Was ich mitbekomme, ist, dass die Beamten sehr, sehr diskret ermitteln und doch in diesem Jahr mittlerweile schon mehr als einem Jahr einiges weitergebracht haben. Aber es fehlen natürlich jetzt noch die Maßnahmen gegen die, wo ich der Meinung bin oder wo man auch die Öffentlichkeit ja klar sieht, dass sie dahinter stecken. Das ist der Wiener Anwalt und der Detektiv, um den Namen zu nennen. Und vielleicht dieser Lockvogel, genau. Ja. Und wundern Sie sich eigentlich samt Ihrem Anwalt darüber oder ärgern Sie sich darüber, dass die nicht verhaftet werden oder haben Sie Verständnis dafür, dass die nicht verhaftet werden? Schwer zu sagen. Also, was man so hört, gibt es ja einen internationalen oder einen europäischen Haftbefehl gegen diesen Detektiven. Sollte aber mal verstärkt werden, oder? Wenn es einen Haftbefehl gibt. Ja, die Frage ist, vielleicht ist er unauffindbar, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Was diese weibliche Person betrifft, diese angebliche Oligarchenverwandte, habe ich keine Ahnung. Und was denn diesen Anwalt betrifft. Der spaziert durch Wien. Anscheinend, also, gegen den bräuchte man keinen Haftbefehl, weil den kann man begrüßen, wenn man will. Aber ist halt so. Aber da möchte ich nichts vorgreifen. Das sind Behörden, die ihre Arbeit machen. Ja. Jetzt kommen da immer mehr Details ans Licht von dieser Ibiza-Geschichte. Mhm. Und unter anderem das Detail, dass diese Ibiza-Bande ja offenbar sehr enge Kontakte zum Innenministerium hatte. Ja? Dass die dort teilweise als V-Männer eingesetzt wurden, also Typen, die andere in Fallen gelockt haben etc. Was sagen Sie denn da dazu? Weil da ist Ihnen ja wahrscheinlich ein bisschen das Geimpfte aufgegangen, wie Sie das gehört haben, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Das ist ich kenne ja auch diesen Bereich, der jetzt in Salzburg verhandelt wird. Da geht es wirklich um schwere Drogenkriminalität, nämlich im ganz großen Bereich. Das sind so Freunde von diesem Detektiven, aber auch vom Anwalt anscheinend, die jetzt in Salzburg vor Gericht stehen, wo es schon Verhandlungen gab. Mhm. Da geht es um Drogenverkauf im großen Stil, um viel Geld und auch große Quantität. Ja, und die auch, oder einer von denen, der auch für die Polizei gearbeitet haben soll, in irgendeiner Form, das geht aus diversen, meines Wissens, Ermittlungsakten, Protokollen vor. Ja. Ja. Und eben der Hessenthaler selbst auch anscheinend. Das heißt, das ist eigenartig, nicht? Das ist eigenartig, richtig. Dass die Kontakt zum Innenministerium hatten. Das ist sehr eigenartig, und das Innenministerium offenbar auch wusste, was die tun. Ja. Wie gesagt, das lässt alles tief blicken, man kann da nur vermuten. Und dann mache ich wieder den Bogen zurück zu dem schlechter werdenden Koalitionsklima vor dem Erscheinen des Videos. Wer weiß, was da vorher schon bekannt Schreiben Sie ein Buch über das Ganze? Keine schlechte Idee, ich überlege es mir. Weil so wie sich das entwickelt, wird es ja immer mehr zum Thriller, oder? Ja, also vielleicht werde ich mal ein Buch schreiben, wo man auch vieles zwischen den Zeilen herauslesen kann. Danke, lieber Johann Gotenus, an diesem Sommertag für das Gespräch bei Fellner Live. Freue mich immer, wenn Sie zu mir kommen und freue mich, wenn Sie sonst eher selten bei Interviews zu Gast sind. Also danke für dieses Gespräch. Danke auch. Das war's, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht's spannend weiter mit Fellner Live.